Hör auf, zeig's mir. Das ging schnell. Polizeihündin Lena hat das Rauschgift sofort gefunden, das in der Mittelkonsole des sichergestellten und ziemlich zugemüllten Autos eigentlich gut versteckt war. Wir haben bei der Polizeidirektion Hersfeld-Rodenburg 8 Diensthunde, 4 Malinos, 4 Schäferhunde und wobei 2 Spürhunde, ein Sprengstoffspürhund und eine Rauschgiftspürhündin vorhanden sind. Regelmäßig wird mit den tierischen Einsatzkräften der Polizei trainiert. Die Rauschgiftspür- und Sprengstoffspürhunde werden über den Spieltrip ausgebildet. Das heißt, in einem Plastikröhrchen werden diverse Stoffe versteckt und mit diesem Plastikröhrchen werden dann die Hunde angespielt. Und die Hunde suchen im Prinzip dieses Spieli, was diese diversen Geruchsstoffe hat. Die imposanten Schutzhunde werden zum Beispiel bei Demonstrationen eingesetzt. Diensthundeführer und Oberkommissar Heiko Hummel und seine Kollegen spielen mit den Tieren verschiedene Szenarien durch, wie sie auch im Alltag vorkommen können. Ausbildungsleiter Gerd Kämpfer stellt in dieser Szene einen flüchtenden Täter dar, der im Autoschutz suchen will, allerdings vergeblich. Vor unerwünschten Bissverletzungen schützen spezielle Schutzanzüge. Das ist jetzt ein Anzug, wo sie überall hinbeißen dürfen. Ja, sonst beißen sie immer nur die Ärmel. Außer natürlich Gesicht und Kopf. Ich könnte noch einen Helm aufziehen, aber das. Heiko Hummel mimt einen Autodieb, doch gegen den flinken Polizeihund seines Kollegen hat er einfach keine Chance. Ihre Grundausbildung erhalten die Hunde an der Hessischen Polizeiakademie in Wiesbaden. Bis zur Rente ist der Halter der Tiere das Land Hessen. Danach bleiben sie in der Regel bei ihren vertrauten Dienstherrchen.